Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rockers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt, das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. So. Beim letzten Mal haben wir uns um das U-Bahn-Elend hier gekümmert. Da wollen wir jetzt wieder ran. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir denn noch einen Anschluss frei haben. Den wir hier mal rüberzaubern könnten. Weil so wie ich die Sache sehe, ist nämlich alles belegt von unseren normalen Stromsachen. Jetzt muss ich mal schauen. Können wir das hier vielleicht mal auf die flotte Art und Weise mal ganz kurz ändern. Dass wir sagen, okay, wir nehmen den jetzt. Das geht nicht. Höchstens hier. Dann machen wir das doch so. Dann nehmen wir unterirdischen Kabel. Haben wir hier nicht auch noch eins? Wir gehen nach da oben ran. Finde ich irgendwie besser. Denn wird das nicht hier zu sehr belastet. Ne, muss ja nicht sein. So, jetzt gucken wir mal kabeltechnisch. Bäm. So, Kabelsaft sollte drauf sein. Mach mal bitte. So, das Symbol sollte weg sein. Okay, das eine Symbol haben wir schon mal geschafft. Das ist schon mal gut. So. Jetzt schaue ich mal. Ja, auf der Linie haben wir noch gar nichts. Weder ein Depot. Noch einen Anschluss für Strom. Das ist natürlich maximal uncool. Also ich sehe höchstens eine Chance, dass wir hier einen Abzweig machen und hier ein Depot ranbasteln. Dafür müsste ich aber das mal auseinandernehmen. Und dann müssten wir mal ganz kurzfristig nach oben gehen mit der Bahn. So, das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal ganz kurzfristig nach oben. Dachte ich mir eigentlich, dass wir mal ganz kurzfristig nach oben gehen. Nee. Quatsch, da ist ja immer noch was. Komm, nehmen wir mal einen Stummel hier weg. Ja. 1, 2, 3, 4. Wir müssen ja hier ganz schön hoch. Alter, ist das hoch. Mal, wie wir da rauskommen. Das ist ganz schön hart, ey, ganz ehrlich. Aber gut, wir brauchen das Stück. Um damit klarzukommen. Na, damit wir da einen Anschluss legen können. Das ist schon kurz vor Knopf. So, okay. Das heißt, wir müssen da auch raus. Shit. Wie wollen wir das denn machen? Einbau, Umbau, Abbau, Rumba, Bumba. Okay, zack. Kriegen wir dich da... Zu heftig. So, dann haben wir Nummer 1. Na.
Nummer 2. So, okay. Jetzt. Reicht noch nicht, ne? Bin noch nicht ganz oben, oder? Genau, wir wollen nach oben. Da will er schon wieder, meckert er schon wieder rum. Ah, jetzt geht's doch. Okay, wunderbar. Ja, ist gut. Wenn er das so geht, ist in Ordnung. Okay, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir unsere... den Anschluss. Alter, voll durchs Industriegebiet. Das ist... oh, voll durchs Industriegebiet. Ist heftig. Ich mach mal schnell, damit wir was sehen. Alter, das mit der U-Bahn hier zu legen, deswegen U-Bahn, schöne Idee, aber schwierig umzusetzen, finde ich jetzt. Wenn ich daran denke, dass wir hier hinten das auch noch irgendwie machen müssen, managen müssen, also Busse gehen deutlich einfacher. Das muss man ja sagen. Die gehen deutlich einfacher. So, pass auf, dann machen wir nämlich Folgendes. So, dann haben wir nämlich da schon mal eine Möglichkeit. Jetzt versuchen wir. Geht das? Okay, da kommen wir so rum, aber da kommen wir nicht ran. Warte mal, das ist ja auch doof. Warte mal kurz. Ich nehme den nochmal weg. Der stört mich jetzt gerade so ein bisschen. Guck mal, was ich für einen Wendekreis habe. Das ist ja wahr, ist ja abartig, ganz ehrlich. Es ist doch. Warum ist das so? Okay, da ist besser, da kommen wir besser raus. Der Wendekreis ist echt abartig. So, dann haben wir das. Ah, das wäre schön, wenn es geht. Tut's aber nicht. Ach, das ist eine schöne Kacke hier. Okay, pass auf. Wir machen es ganz anders. Ich werde es nochmal ganz, ganz krass anders machen. Wir nehmen jetzt den Tunnel nochmal komplett weg hier. Das geht so nicht. Weil das nervt. Wenn du nicht richtig planen kannst, weil dir irgendwas hier im Wege ist. Weg da. Weg. Da. Ja, weg mit den Tunneln hier. Das geht mir jetzt auf den Puffer. So. Der kann ja von mir aus bleiben. Das ist in Ordnung. Das Gedöns weg. Das Gedöns weg. Das Gedöns weg. 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 So, okay, pass auf. Also, Punkt Nummer 1. Ich denke mal, dass das der hintere Teil sein wird. Wir gucken mal ganz kurz. Lass mal gucken. U-Bahn, Metro, Metro. 500, 500, 500. Okay, das ist nett. 450, 328, 140, 70. Das ist ja ein Witz. Ganz ehrlich, das ist ja ein Witz, ey. U-Bahn. Metro ECS. 80, 80. Die fahren alle gleich schnell. Die nehmen sich echt nichts. Dann nehmen wir die ECS hier. So, dann haben wir schon mal was auf der Dings, auf der Tasche. Das ist gut. Jetzt gehen wir weiter zu dem Elend hier. Legen unsere U-Bahn-Gleise.
klappern die da dran. So, jetzt machen wir Folgendes. Also wir brauchen das, das brauchen wir ja bei einer Tiefe. Ja, einmal. Zweimal. Okay, Bahnübergang ist nicht erlaubt. Stimmt, da war ja was. Das heißt, dich nehme ich weg. Und baue dich stattdessen so hin. Genau, du eine oben, da eine unten. Wir werden sie sowieso austarieren. Anders geht's nicht, weil du kannst sie nicht kreuzen. Ne? Der eine muss halt so hin, der andere muss so fahren. So. Jetzt das. Jetzt geht's weiter. Jetzt Tunnel. Tunnel. Okay. Okay, kann man irgendwie in hübsch, in cool bauen oder machen wir es mal so? So, dann machen wir es mal so und dann machen wir dich genau so. Dann sehen wir zu, dass wir jetzt Strom drauf kriegen. So, das heißt, wir nehmen den Tunnel doch nochmal weg. Quatsch. So, dann haben wir den Anschluss schon mal. Gut, so, und jetzt gucken wir, dass wir hier weiter rüberkommen. Geht. Super. Okay, dass das nicht geht, ist doof. Stopp. Der will. So, kriegen wir dich jetzt auch? Ne, warte mal, das ist ja doof. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch jetzt hier. So, das ist der Äußere. Der geht. Ah, das geht auch. So, damit haben wir das angeschlossen. Strom ist drauf. Aber was mich jetzt verwirrt, haben wir jetzt hier Straßenbahngleise oder U-Bahngleise genommen? Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind U-Bahngleise. Straßenbahngleise. Und das wäre ja doof. Genau, die sehen nämlich ein bisschen anders aus. So. Auf geht's, Attacke. Gut, die müssen sich halt woanders austarieren. Was ist hier jetzt? Okay, unterirdisch, unterirdisch. Okay, dann können wir mal gucken, dass wir hier die Wege schon mal setzen. Der passt, ist in Ordnung. So. Und jetzt hier aus, das sollte bleiben, das sollte gehen. Hier ist unterirdisch und hier sehen wir zu, dass wir den da rankriegen. Okay. So, dann machen wir mich mal so dran. Dann hast du eine Verbindung, dann passt das aus. Auch. So, okay. Dann haben wir das, das, das. Passt auch, in Ordnung. Alles andere ist Kleinkram, dann kümmere ich mich offscreen. Lass mal das fertig bauen, dann sollte auch die Stromproblematik verschwinden. Endstation. Wenn nicht, müssen wir da noch irgendwie gucken. Das ist schon echt schwierig. Warte kurz, ich brauche ja auch noch mal eine Stromversorgung. Fällt mir gerade mal ein.
So, und die holen wir uns wiederum von hier hinten. Und mir fällt auf, wir haben ja noch nicht die Versorgung wiederhergestellt. Ich kann mich noch dran erinnern, am Anfang haben wir alles schön gebaut. Ordentlich. Und jetzt sind wir schon wieder am Fuschen. Beziehungsweise ich bin am Fuschen, nicht ihr. Ich bin am Fuschen. Natürlich. Na, ich bin am Fuschen, nicht ihr. So, lassen das mal weiter bauen. Hier baue ich die Pipeline weiter. Ja. Ja, ja. Jetzt passt es auf einmal wieder nicht. Ach, es ist der Hammer. Ne? Erst passt es, dann passt es nicht. Das ist so geil. Es ist einfach nur geil. Aber wenigstens das geht. Das ist schon mal gut. Guck mal, das funktioniert. Okay, jetzt müssen wir uns mal um die Pipeline wieder kümmern. Das heißt, ich muss die wieder abreißen. Halt. Kann nicht über Wasser enden. Ja, das ist ja super. Ne? Erst geht es. 1, 2, 3. Und dann passt es wieder nicht. Was ist denn? Das ist doch schon wieder scheiße. Das nervt mich jetzt aber echt, ne? Ich überlege gerade, ob wir es doch hier eventuell so handhaben. Mal 1, 2, 3. Das geht ohne Probleme. So, ganz Freehand, Freestyle. Ah, auch kein Problem. Komischerweise. So, überhaupt kein Problem. Bisschen versetzt jetzt, aber passt. Ist in Ordnung, kann ich persönlich gut mitleben. Okay, baut das jetzt zu Ende. Gut, das passt, das passt. Der hat noch keinen Strom, das ist aber ganz normal, das ist in Ordnung. Ja, theoretisch können wir hier auch mal eine Metro kaufen. So, schon mal auf Verdacht quasi können wir das machen. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir, da ja die Infrastruktur jetzt mehr oder weniger steht, zusehen, dass wir jetzt hier Leben einhauchen, ne? So, erstmal die Straße. Also wir haben die Verbindung dahin, wir haben die Verbindung dorthin. Schon mal, damit decken wir schon mal den Teil hier vorne ab. Das bleibt aber noch der Teil offen, der Teil offen, der. Hier hinten sowieso, das heißt, wir müssen von der Seite auch noch irgendwas machen. Und von der Seite möglichst auch noch, damit wir das hier abdecken. Das heißt, wir werden hier auch nochmal Stadt bauen müssen. Einmal komplett ringsherum Stadt. Das ist der Plan. Und hier vorne halt auch, ne, damit wir alle beschicken können. Alter Falter, sage ich nur. Na gut, dann wollen wir mal. Dann lass uns mal loslegen. Dann machen wir mal. So. Ach, das passt sich ja gut. Nochmal, perfekt. Als ob es geplant gewesen wäre. Haha. Nein, war natürlich nicht geplant, aber es passt halt. Schade, hier passt es jetzt nicht. Kriegen wir dich. Ja, guck mal. Ja, fast gut. Fast gut. So, perfekt. Guck mal, auch da angebunden. So muss das sein. Das läuft dann richtig, richtig Bombe. Spitze. So, jetzt gucke ich nochmal, ob wir hier noch irgendwie was machen können. Kommen wir hier nochmal raus? Kommen wir auch raus. Wenn wir jetzt hier dran vorbeikommen, wäre natürlich ein Träumchen, ne? Gut, ich kann die Mauer dann nochmal wegziehen. Dass wir dran vorbeikommen.
Will da nämlich nur eine Verbindung haben, eine Straßenverbindung. Na, Auto speichern. So, zack, dann haben wir dich auch. Dann machen wir dich weg. Setzen wieder unser Mäuerchen. Ob kein Problem ist. Bis dahin, so. Haben auch da eine Verbindung. Wunderbar. Gut, das klappt auch. Sehr schön. Ich mach mal langsamer. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier gestalten. Also ich könnte mir vorstellen, hier noch eine zweite Straße zu ziehen, aber das ist... Also hier ja. Mal sagen, okay, da haben wir die Zwischenmauer, da können wir noch mal was machen. Dann gehen wir hier ran. Dann lassen wir das hier abteilen. So, dann haben wir hier ein Gebiet, da können wir hier schon mal was machen. Da können wir jetzt, ich werde hier auf jeden Fall jetzt groß auftrumpfen müssen. Das heißt, wir werden hier anfangen mit einem modernen, möglichst modernen, großen Kindergarten. Wenn wir haben. So, machen wir mal so. Wir müssen ja, wie gesagt, wieder ein bisschen anfangen mit den Standardsachen. Kommst ja nicht drum herum. So, ich sehe schon, die Zeit rennt schon wieder. Wie verrückt. Jetzt gucken wir nochmal nach einer Schule. Dass wir da was finden. 100, 360. Okay, dann haben wir aber eine etwas unmodernere. Aber okay, auch damit kann ich nur arbeiten. Warte, wir machen es mal anders. Wir ziehen mal einen Fußweg so, dass es passt. Damit wir uns da keinen Kopf machen müssen. Dann bauen wir da die Schule hin. Dann ist das okay. Sportplatz wäre auch noch ganz gut irgendwie. Habe ich zumindest gehört, dass sie das öfter haben wollen. Footballstadium, Sporthalle... Das passt zumindest dahin. Können wir mal machen. Ob das als Sporthalle gilt, weiß ich nicht. Wir hatten doch dieses komplette Set hier gehabt. Basketball, Basketball. Bowling. Was ist das mit dem komplett? Ja, das ist das komplette Ding hier. Komplette Sporthalle. So, plopp. Warum mache ich das hier? Ganz einfach, damit es möglichst zentral alles liegt. So, zack. Weil je zentraler wir das hier kriegen, desto besser ist es. Okay, dann haben wir schon mal die Bedürfnisse. Lass mal gucken. Nein, lass mal nicht gucken, denn wir machen an dieser Stelle den Part zu Ende für heute und machen dann weiter, so wie es sich gehört, ganz amtlich. Schönes Bild. Und beim nächsten Mal geht es dann auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, dass wir erstmal hier ein bisschen was ans Laufen kriegen. Ganz wichtig ist das. Und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.